Jetzt werden Bonbons gefressen! Hallo, mein Name ist Tom und ich habe ein Spiel programmiert. Ja, genau. Es ist vollbracht. Candy Bag ist fertig. Und der Link ist in der Videobeschreibung und wartet darauf, von dir berührt zu werden. Und aufgrund dieser Weltsensation habe ich den Entwickler von Candy Bag eingeladen zu einem Interview und der wird uns erzählen, wie das so alles eigentlich gewesen ist. Seid ihr bereit? Steht die Leitung? Habt ihr Hunger? Soll ich was kochen? Ah, sehr gut, dann kann es direkt losgehen. Und ab zum Interview. Hallo Tom. Hallo. Wie fühlt es sich an, das Spiel Candy Bag jetzt beendet zu haben? Erleichternd. Ich bin froh, es endlich fertiggestellt zu haben. Wie lange hast du an dem Spiel gearbeitet? Begonnen habe ich mit Candy Bag ungefähr Ende 2013. Und das sind jetzt 1,5 Jahre gewesen. Aber ich habe natürlich nicht jeden Tag dran gearbeitet. Aber insgesamt werden schon so 500 bis 800 Entwicklungsstunden drin stecken. 1,5 Jahre sind ganz schön lange. Ja, das stimmt und das ist mir auch ein bisschen peinlich und ich dachte eigentlich, es wäre in einem halben Jahr wäre die ganze Sache durch. Warum hat das so viel länger gedauert? Das war ja mein erstes Projekt in dieser Größe, welches ich auch wirklich durchgezogen habe und klar, mir war vorher schon bewusst, dass ein Projekt nicht in Time fertig wird. Normal ist es halt, dass man ungefähr ein Drittel länger braucht, als man irgendwie glaubt. Aber dass ich jetzt 3-mal so lange gebraucht habe, wie erwartet, ist dann doch schon ganz schön krass. Da warst du wohl etwas faul. Du hast schöne Lippen. Womit hast du das Spiel programmiert, fragen viele Leute. Ich erwähne das ja in fast jedem Speedcoding. Ja, aber nicht jeder Zuschauer sieht jedes Video, du hochnäsiger Schnupp. Das stimmt. Also ich programmiere mit der Programmiersprache ActionScript 3, die benutzt man auch, um Flash-Spiele zu programmieren. Und als IDE nutze ich den Flash-Builder, das ist eine von Adobe, eine abgewandelte Eclipse-Form, mit der ich die Sachen gleich als APK und EPS, also für Android und iPhone, ausgeben kann. Und hast du alles selber programmiert? Nein, so Speicherverwaltung und Rendering und solche Sachen, das hat die Bibliothek Starling für mich gemacht. Das ist sehr komfortabel und bot zum Beispiel auch eine Graph-API. Das heißt, du hast jetzt alles nur irgendwie zusammengeklickt, oder wie? Nein, so kann man das auch nicht sagen. Die Spiellogik selbst, die muss sich natürlich von Grund auf komplett selbst programmieren. Das sind ungefähr 17.000 Zeilen Code. Und ja, das hat natürlich ganz lange gedauert. Und die Grafiken allerdings, die haben auch einen Großteil der gesamten Entwicklungszeit in Anspruch genommen. Nicht nur der Code. Welche anderen Programme und Tools hast du denn sonst noch so genutzt? Tatsächlich ganz schön viele. Texture Packer habe ich zum Beispiel benutzt, um einen Texturatlas zu generieren. Mit Litera, einem Online-Tool, habe ich die Schriftarten gestaltet. Für das goldene Bonbon habe ich Blender genutzt, für die Übersetzungsdatei ein Google Doc. Und das habe ich dann mittels einem kleinen Java-Programm, das ich selbst geschrieben habe, in zwei Textdateien separiert. Für die 3D-Darstellung des Spiels habe ich die Bibliothek Away3D genutzt. Für die Animationen im Spiel habe ich die Flash-Erweiterung Dragon Bones genutzt, was mir viel Arbeit erspart tatsächlich auch hat. Und die Partikeleffekte habe ich mit einem Online-Tool extra für Starling generiert. Ja, das waren so die wichtigsten Tools, die ich genutzt habe. Das ist wirklich eine ganze Menge, sogar Java. Ja, insgesamt habe ich also XML, Java, JSON, ActionScript 3 und Bash genutzt. Und wie soll das jetzt weitergehen? Also spielen die Leute überhaupt Candy Bag? Das ist eine gute Frage. Zu diesem Zeitpunkt haben ungefähr 3.800 Leute das Spiel installiert und das Spiel selbst hat insgesamt ungefähr 10.300 Downloads. Also die installieren über die Hälfte der Leute das Spiel wieder? Oh ja, das klingt echt viel, oder? Durchaus. Aber das ist ganz normal. Bei einer bleibenden Installationsrate von 1/3, da kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Es gibt Spiele, die haben viel, viel schlechtere Installationsraten. Aber das ist auch ganz normal, weil viele probieren ein Spiel erst aus und dann gefällt es ihnen nicht und dann können sie es wieder löschen. Und wenn ein Spiel durchgespielt ist, dann deinstalliert man es ja auch wieder. Also ist okay. Und sonst so? Muss und selbst? Nein, ich meine, wie willst du jetzt Werbung für das Spiel machen? Weißt du, ich zum Beispiel spiele nur noch Candy Bag. Candy Bag, das Spiel für zwischendurch.
Wenn du mal nicht weißt, was du machen sollst, spiel Candyback. Du kannst es dir direkt hier in der Infobox runterladen für iOS und Android. Ja, Marketing, das ist so eine Sache. Ein schlauer Mann sagte mal, gute Produkte brauchen keine Kosten für Marketing. Die vermarkten sich von selbst, also per Mund-zu-Mund-Propaganda. Und Candyback ist so ein gutes Produkt? Na? Na? Vielleicht. Weißt du, ich bin sehr schlecht in so Marketingaktionen, aber vielleicht haben ja meine Zuschauer tatsächlich Ideen und machen Videos drüber, machen Reviews in welchen Online-Magazinen, in ihren Blogs oder machen einen Aushang in der Schule am schwarzen Brett. So ein Plakat zum Beispiel kannst du dir einfach in der Videobeschreibung runterladen, ausdrucken und aufhängen. Wird es noch kostenpflichtige DLCs oder so geben? Ja und nein. Also einen kostenpflichtigen DLC möchte ich auf keinen Fall anbieten. Das Spiel ist ja so designt, dass du es durchspielen kannst, ohne einen Cent dafür auszugeben. Das Spiel ist halt darauf ausgelegt, dass du über Wochen oder Monate hinweg ab und zu die App öffnest, da ein bisschen drin rumwurscheln und wieder schließt und ab und zu Erfolge erzielst. Wenn du das Spiel aber gut findest, dann ist es natürlich toll, wenn du da 1 oder 2 Euro investierst, um so den Entwickler zu ermöglichen, Brot, Wasser und Blattborn zu erwerben. Und man muss sich jetzt mal vorstellen, Döner kostet viel mehr und du hast viel weniger dran zu tun, außer du kriegst eine Lebensmittelvergiftung. Und was ist mit dem DLC? Ach so, ja, also momentan hat das Spiel ja ungefähr 3800 Installationen. Sollten wir irgendwann auf 10.000 kommen, wird es einen Bonusboss geben, es wird neue Achievements geben und einen Endless Fight Mode, wo man gegen alte Gegner random kämpfen kann und auch neue Gegner, bis man selbst extrem ejakuliert. Na, hoffentlich ist das ein Anreiz für die Zuschauer. Ja. Schön. Ich weiß. Gut. Genau. Du hast ja inzwischen auch andere Spiele angefangen. Warcraft und Project Morse Code. Ja, das stimmt. Ab und zu habe ich Ideen, die ich dann mehrere Tage wie im Wahn verfolge. Und dann eine Woche später oder so gucke ich mir an, ob mir die Idee noch gefällt. Und gefallen dir die Projekte? Project Morse Code gefällt mir im Moment am besten. Weil mich fasziniert das einfach, dass man durch ein Spiel etwas Richtiges, Handfestes lernen kann, was man auch im täglichen Leben gebrauchen kann, wenn man es möchte. Und das auch noch nach einer wissenschaftlichen Methode, wie sie in dementsprechenden Schulen auch angewandt wird. Da können wir uns ja schon freuen. Wie lange hast du jetzt für das Projekt geplant? Vorerst habe ich gedacht, ich brauche für das Spiel vielleicht ein Jahr. Also werde ich in ungefähr 4 Jahren fertig sein. Spaßt. Selber. Zurück zu Tom. Ich hoffe, das Interview hat dir gefallen und wenn du eine Idee hast, wie ich Candyback noch bekannter machen kann, dann erzähl mir davon. Oder noch besser, mach's gleich selber und erzähl mir dann davon. Einfach, weil man muss doch, sowas habe ich so in dem Sinne auch noch nie implementiert. Ich habe es halt gesehen, dass es zum Beispiel in Fantasy Life auch so gemacht wird und da fällt es einem natürlich wie Schuppen aus den Augen. Na klar, macht man es so. Nicht alle gleichzeitig triggern, das ist ja total bescheuert, sondern eins nach dem anderen.